Glück auf. Heute habe ich was Schönes. Das ist die Theodor Merlin Cryptic Collection. Wurde in London gefunden. Ein bisschen was zu Theodor Merlin. In seiner Kollektion, wie ihr schon seht, sind ein paar ja, sehr seltsame Wesen aufgeschnitten, präpariert, in Holzboxen verpackt und hat ziemlich genau untersucht. Man sagt über den Theodor Merlin, dass er irgendwie 80 war, aber aussah wie 40. Er soll dem Okkultismus verfallen sein, das heißt, er hatte Möglichkeiten, sich jünger aussehen zu lassen. Wie auch immer, vielleicht war er auch jünger. Er wollte dann irgendwann eine Tour durch die USA machen und ja, das hat dann die Kirche quasi verboten. Ihr wisst, der Glaube ist, oder die Religion, der Glaube ist was anderes. Religion ist ziemlich weit verbreitet in eigentlich allen Ländern. Und das geht natürlich komplett gegen die Kirche. Dadurch wurde das verboten. Ich glaube, damals war es auch noch ein bisschen ernster, die Sache. Ja, es wurde natürlich als Blasphemie bezeichnet, logischerweise. Ich hätte es gern gesehen, um ehrlich zu sein. Aber wurde als Blasphemie abgetan. Und damit seine Tour abgebrochen. Natürlich offiziell ist es alles Fake. Die meisten Nachrichtenblätter meinten, das würde nicht existieren. Und ein gewisser Alex CF soll das alles in kürzester Zeit hergestellt haben. Er soll angeblich ein Londoner Schriftsteller und Illustrator gewesen sein und hat auch irgendwie Statuen angefertigt. Er muss eine unglaubliche Vorstellungskraft gehabt haben, wenn ich das so sehe. Und halt ein richtig krasser Typ. Wer sowas kann, sollte eigentlich weltberühmt sein. Zumindest ist das meine Meinung. Vielleicht auch nicht. Problem ist aber, den kennt keiner. Ja. Also wer sowas herstellt, den sollte man dann doch kennen. Also es gibt nur mal ein Bild oder sowas von ihm. Hat auch keine sozialen Medien und er soll das irgendwie in 2000er Jahre irgendwann da gemacht haben. Wahrscheinlich in seinem Keller oder was, keine Ahnung. Naja, jedenfalls kennt ihn keiner und man sagt offiziell, das war von Alex CF ein großer Marketing-Trick, um seine 5 Minuten Berühmtheit zu bekommen. Was wieder die Frage aufwirft, warum hat er kein Instagram, kein Facebook und überhaupt, warum ist er nicht zu finden? Aber das ist was anderes. Ich kann ja kurz mal sagen, was so offizielle Zeitschriften und Nachrichten berichteten über diesen Fund. Ich gebe es sinngemäß wieder. Mein Name ist Alex. Ich bin der Hersteller der Merlin-Kollektion von unklassifizierten Spezies und Forschung, die historische Zivilisation und nichtmenschliche Zivilisation zeigen. Also nichtmenschliche, ja, Vampire, Echsen, ihr seht, was da so für Bilder da entstanden sind. Seltsame Wesen. 2006 ist das alles gefunden worden. Das heißt, der Alex CF muss 2006 da seine Marketingkampagne gestartet haben, laut offiziellen Aussagen. Ja, wieder die Frage, ich stelle sie zum dritten Mal. Wo ist er auf sozialen Medien, wenn er da seine 5 Minuten Ruhm haben möchte. Egal, jedenfalls wurde 2006 da ein Trust eingerichtet in Großbritannien, um diese 5000 in Holz aufbewahrten Stücke, die in einem Keller gefunden wurden, zu bergen und zu untersuchen. Da wurde auch gesagt, als die gefunden wurden, dass die seit den 40er Jahren höchstwahrscheinlich nicht mehr angefasst wurden. Vielleicht ist der Merlin in den 40er Jahren gestorben, hä? Wäre auch eine Erklärung. Keine Ahnung. Diese Exemplare wurden auf jeden Fall haltbar gemacht, gefunden, wie ihr auf den Bildern seht, schön fertig hergerichtet und so weiter und so fort. Und die wurden anscheinend auch untersucht von einer ganzen Menge Doktoren und Professoren, von denen wir heute nichts mehr wissen. Das lässt sich aber nicht so ganz rausfinden, welche Namen da darunter sind. Das stand da bloß drin. Was natürlich auch in dieser Sammlung vorkam, waren wirklich
Sachen, die Parallelwelten gezeigt haben. Ja, Schädel mit Hörnern und mit Flügeln da, kleine Wesen mit Flügeln, und das sieht alles sehr, sehr aberwitzig aus. Schwierig zu glauben, dass sich da ein gewisser Alex CF die Arbeit macht, das alles herstellt, und zwar in so einer Art und Weise, dass es aussieht, als hätte niemand das seit den 40er Jahren angefasst. Was auch gefunden wurden, waren alte Stücke, Werkzeuge, die von einer anderen Zivilisation sprechen. Ja, Vergangenheit, Mythologie, keine Ahnung. Für mich sind das schon wahnwitzige Bilder. Und wie gesagt, auch Werkzeuge, Spritzen, Kreuze, viel Okkult ist dabei. Ja, also halten wir fest, die Merlin-Kollektion wurde nicht von einem Theodor Merlin, offizielle Beschreibung sagen das, offizielle Schriften und Nachrichten sagen das. Die wurden nicht von Theodor Merlin akribisch zusammengesammelt, vielleicht aus einer anderen Welt, wer weiß, sondern die hat der gewisse Alexiev 5000 Stücke in kürzester Zeit angefertigt und das so aussehen lassen, als hätte es lange niemand mehr angefasst. Da fragt man sich echt, wieso. Und auch die Werkzeuge sind da dort dabei, die hat er dann auch gleich mit da angefertigt und alt aussehen lassen. Ja, wie gesagt, alles riesengroßer Marketingtrick, um seinen Ruhm zu holen von einem Mann, dessen Gesicht keiner kennt, der weder bei sozialen Medien ist und auch sonst nirgendwo auftaucht. Da kann man glauben, was man will, wo das letztendlich herkommt. Vielleicht ist ja wirklich eine Parallelwelt, Portale, oder es ist unsere Vergangenheit. Wer weiß, vielleicht haben diese Wesen wirklich mal gelebt. Vor langer Zeit, vor den Resets, die wir hatten, die ja nachweislich stattgefunden haben. Ja, schwierig nachzuvollziehen. Aber interessant, interessant. Ja, das war's von mir, und dann, ja, habe ich auf euch hoffentlich wieder was zum Denken gegeben. Aber sehr schöne Stücke. Sieht auch sehr gut aus. Wer weiß, wo diese Wesen herkommen. Vielleicht aus von anderen Erden, anderen Kratern. Das ist schon wahnsinnig. Also, ich habe es mir bestimmt jetzt schon zum, keine Ahnung, 10., 12., 13., 14., 20. Mal angeschaut. Ich staune über die Exemplare, die dort zu sehen sind. Und ob das nur Theodor Merlin war oder Alex CF, was ist wohl wahrscheinlicher? Jedenfalls gibt es von mir ein großes Dankeschön und viel Respekt an wen auch immer die Exemplare sehen. Echt verschärft aus. Bis zum nächsten Mal.